Hallo liebe SCP-07-Fans, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Mein SCP-07-Moment. Mein heutiger Gast, das ist Sören Brandy. Hi! Hi, freut mich hier zu sein. Wie geht's dir? Mir geht's super, danke. Wir sind nicht ohne Grund hier heute auf der Paderkampfbahn. Hier hast du in deiner Zeit beim SCP-07 auch des Öfteren trainiert bei Wind und Wetter. Ist es so eine kleine Hassliebe hier mittlerweile mit der Paderkampfbahn oder wie ist es bei dir? Ja, ich sag mal so, man musste muss die Gegebenheiten annehmen, ne? Also es war damals sicherlich ja, schon im Profibereich außergewöhnlich, solche Bedingungen hier zu haben mit einem öffentlichen Parkplatz, wo man dann jeden Tag vor dem Training 2 € reinschmeißen musste, damit man keinen Strafzettel bekommen hat. Ja, aber es gehörte dazu und ich glaube, uns als Mannschaft hat es damals nicht geschadet. Hat auf jeden Fall, denke ich mal, abgehärtet. Ja, auf jeden Fall. Dann hast du für den SCP mehr als 100 Pflichtspiele absolviert. Ich glaube, so viele Spiele hast du für keinen anderen Verein gemacht. Würdest du auch sagen, dass es so deine wichtigste oder bedeutendste Station auch in deiner Fußballkarriere war? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, meine Zeit in Paderborn war so gewissermaßen ein Sprungbrett oder die Eingangstür in Profifußball, in den bezahlten Fußball. Bin damals mit Paderborn von der 3. in die 2. Liga aufgestiegen und habe mich danach dann 10 Jahre in der 2. Liga gehalten. Von daher glaube ich schon, dass das ein entscheidender Schritt in meiner Karriere war. Hast du es ja gerade schon gesagt, der Aufstieg von der 3. in die 2. hast dich ja generell in deiner ganzen Karriere wirklich hochgespielt, durch jede Liga einmal irgendwie durch. Wie war dieser Aufstieg von der 3. in die 2. für dich damals? Ja, unbeschreiblich. Also ist auch leider der einzige Aufstieg in meiner Karriere geblieben. Von daher bleibt da besonders in Erinnerung. Ja, es war super, die Relegationsspiele gegen Osnabrück, dann die Aufstiegsfeier am Rathaus. Denke ich immer noch gerne zurück und bekomme jetzt sogar auch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ach ja, doch, ich glaube auch. wo wir gerade schon zurückschauen, was war denn dein SCP-07-Moment? Mein SCP-07-Moment, es gibt viele Momente, muss ich ehrlich sagen, aber der mir jetzt im Nachhinein besonders in Erinnerung geblieben ist, ist ein Spiel gegen Energie Cottbus. Das haben wir, glaube ich, 3-1 gewonnen mit einem Doppelpack von mir. Hast du auf jeden Fall gut gemacht und danach ging es ja auch für dich weiter. Nach deiner Zeit bei Arminia Bielefeld hast du dann gesagt, die Profikarriere ist jetzt zu Ende, aber du spielst immer noch, nämlich jetzt wieder in deinem Heimatverein in Schloss Holte. Wie gefällt es dir da? Wie ist die Zeit da? Wie läuft es für euch? Ja, es ist super. Also es war immer so ein Ziel nach meiner aktiven Profikarriere. Ja, und nachdem es leider durch eine Verletzung bei mir nicht mehr weiterging im bezahlten Fußball, im Profifußball, war es für mich klar, wenn es die Gesundheit irgendwie zulässt, auf jeden Fall noch mal ein bisschen spaßeshalber zu kicken. Mit Thomas Bertels auch zusammen, mit dem ich damals ja auch in Paderborn zusammengespielt habe, der sicherlich bekannt ist hier. Dann läuft es ja auch aktuell ganz gut hier bei uns beim SCP-07. Verfolgst du die Jungs im Moment oder hast du Abstand gewonnen und denkst dir, die machen jetzt ihr Ding, ich habe mein Ding, ich habe damit gar nichts zu tun? Der erste Blick am Wochenende, wenn ich die Kicker-App aufschlage, geht natürlich Ergebnisse meiner Ex-Vereine und Paderborn war eine entscheidende Station in meiner Karriere, von daher verfolge ich das natürlich intensiv auch. Bin hier und da auch mal ab und zu mal im Stadion. Ach cool. Und verfolge das, habe auch noch im Staff und im Nachwuchsleistungszentrum auch noch einige alte Kollegen, die da arbeiten, mit denen man auch sich regelmäßig austauscht. Von daher habe ich nie so ganz den Kontakt zum SC Paderborn verloren. Ach schön, das freut uns immer zu hören. Was wünschst du den Jungs denn für diese Saison? Ja, natürlich, dass sie so lange wie möglich das Niveau halten, was sie jetzt haben. Ne? Also sieht da ganz gut aus. Für mich ist es keine große Überraschung, weil es sieht eingespielt aus und von daher sind so Mannschaften wie Regensburg und Paderborn trotz der großen Namen in der 2. Liga, ist es für mich keine so große Überraschung, dass die beiden Mannschaften aktuell auch oben stehen. Okay, alles klar. Dann vielen Dank, dass du dich heute hier mit uns getroffen hast. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und es ist immer schön, von ehemaligen Spielern nochmal zu hören, was jetzt überhaupt bei denen gerade Phase ist. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Ja, auf jeden Fall. Okay. Es ist immer wieder schön, hier zu sein. Alles klar. Und damit war es dann auch schon wieder das mit dieser Folge von meinem SCP-07-Moment. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video wieder liken und kommentieren könntet. Vielleicht habt ihr ja auch einen Moment mit Sören, an den ihr immer gerne zurückdenkt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, davon zu lesen. Und damit macht's gut!